Russland. Rechtes Tor. Startnummer 60, Lamborghini Huracan. Und links, Porsche 918. Freunde, viele sehen das Auto wahrscheinlich hier zum ersten Mal. Porsche 918, Hybridtechnik. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Zeit werden können, weil er schaltet beim Start natürlich die. So schön. Der Klang von dem schwarzen Lambo rechts ist es so geil. So, 11,8 links, 11,88 links und jetzt 11,72 rechts. Ha. So, dann schauen wir mal, was die zwei Bugattis hier abliefern. Sieht gut aus. Schauen wir auf die Zeit. Ho, ho, ho. 10er Zeit ist gut, 10,6 ist geil. Spur, die wollte sich nicht mehr aktivieren. Auch schön, Startnummer 94, und zwar Julian Schmidt mit Replika mit den klassischen Lackierungen zur Erdbord Schiffplan, der seinerzeit, wo das Auto eben rauskam oder so, gemacht wurde, 2008, 40. Bundestag, wurde genau in den Hafen aktiviert, damals bis hatte dieser Teil 25 in Schützchen klar. Und die Grenze. Es kostet natürlich Zeit. Vor allem kurz. Damit die Rückführzeiten auch nicht so lang gedehnt werden, wenn ihr da durchgeht.
stand. Ganz hinterm Fahrerlager sehe ich auch schon. So, und als nächstes kommt dann gleich wieder hier die Bayern. Es gibt einen richtigen Bruderkampf. Der linke Bruder ist 100 schneller. Alamanus im Ford Mustang Shelby GT 500. Und links, er will es wissen, er will es wissen. Drückt mir ihm alle die Daumen, nochmal einen kurzen Applaus hier. Er muss die 10.04 knacken. Schnell auf 400 Meter zu bewegen. So, der Shelby Cobra, Cabrio links auf 17 auf der rechten Spur mit dem Pickup. Das ist schon eine Nummer. Aber gut, dabei sein ist alles. Jetzt fahren wir R8V10 Spider und GT 500 Shelby Cobra links. Auf der linken Spur mit dem neuen 12,5. Aber es war ein beschissener Start. Zwischendrin Gangwechsel war scheiße. Also, okay, da muss man noch ein bisschen an der Fahrtechnik passen.